Hallo ihr Lieben, das ist Kochliebe XXL, das ist mein Kanal. Heute gibt es einen Klassiker und zwar mache ich euch einen Hefezopf. Die Zutaten dazu zeige ich euch jetzt am Anfang und los geht's mit meinem Video. Viel Spaß! Als Zutaten braucht ihr etwas Salz, 500 Gramm Mehl, 60 Gramm Zucker, 3 Eier, ich habe jetzt nur 2 rausgelegt, weil das eine, was uns noch übrig bleibt, später brauchen wir zum Bestreichen. 24 Gramm Hefe, 200 Milliliter Milch und noch 60 Gramm Butter. Als erstes vermischen wir unsere Milch mit unserer Hefe. Die Milch sollte angenehm warm sein, also nicht heiß, so ungefähr 20-30 Grad. Und wir vermischen das Ganze und warten, bis sich das auflöst. In der Zwischenzeit fahren wir dann fort, bis sich das hier aufgelöst hat mit unserem Teig. Für unser Teig vermischen wir nun unser Mehl, unseren Zucker, die 2 Eier, die Prise Salz, das sollte genügen, und das vermischen wir jetzt erstmal. Nun geben wir unsere Milch hinzu. Vermischen das auch wieder. Und nur noch unsere Butter. Die schneide ich noch ein bisschen kleiner, damit es besser verteilt. So ungefähr. Und das Ganze verrühren wir jetzt und kneten das. Erst verrühren wir es. Ihr seht, das wird schon schön fest. Und jetzt machen wir mit der Hand weiter. Das Ganze massieren wir jetzt zum geschmeidigen Teig hier. Wenn es zu feucht ist, geben wir einfach noch ein bisschen Mehl dazu. Wie ich hier zum Beispiel, das ist jetzt noch äußerst feucht, deswegen ein bisschen Mehl da drauf. So, unser Teig haben wir jetzt durchgeknetet. Knapp 5 Minuten lang. Und jetzt legen wir den so nebenbei und warten, bis er sich vergrößert hat. Jetzt müsst ihr ungefähr so 45 Minuten bis eine Stunde warten. Wir decken das mit dem Tuch zu und dann geht's weiter. So, unser Teig ist jetzt schön aufgegangen und jetzt braucht ihr Folgendes zu machen. Wir machen den jetzt zu einer langen Wurst hier.
So auf so die Länge von eurer Backform. Schön gleichmäßig. So, das sieht gut aus. Immer zusehen, dass genügend Mehl da ist. Und nun macht ihr Folgendes. Wir drücken den ein bisschen flach. Und ihr nehmt euch jetzt ein Messer und schneidet den hier so in drei gleiche Teile. Aber den oberen Teil lasst ihr weg. Ihr schneidet hier ein bisschen weiter unten an. Das sieht gut aus. So, jetzt probieren wir die ganzen Teile noch mal ein bisschen so länglich auszuziehen, so ein bisschen. Damit wir hier so gleich lange Teile bekommen. So, ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ich gehe jetzt mal ein bisschen zur Seite. Das heißt, ich setze mich jetzt auf einen anderen Platz, damit ihr das besser sehen könnt. Und nun schlagt ihr die Teile übereinander. Das heißt, ihr nehmt zuerst das hier, dann zieht ihr das hier von der Mitte wieder rüber, dann wieder einmal so in die Mitte rein, dann geht das hier wieder rüber und so weiter und so weiter. Ich hoffe, dass der Teig soweit ausreicht. Der wird dann halt oben ein bisschen dünner. Bin da jetzt auch kein Perfektionist da drin. Und nun schließt ihr die Teile hier unten zusammen und drückt den ganzen Teil ein bisschen hoch. So, jetzt habt ihr so ungefähr eine gleiche Form. Das Ganze liegt jetzt auf dem Backblech und wartet wieder so ungefähr eine halbe Stunde und dann können wir weitermachen. Bis gleich. So, unser Zopf ist jetzt schön aufgegangen und jetzt habe ich mir ein Eigelb gequillt mit einem Esslöffel Wasser und damit wird der Hefezopf jetzt bestrichen und zwar schön gleichmäßig von allen Seiten, damit wir eine gleichmäßig schöne braune Farbe bekommen. So, das war's. Alles schön gleichmäßig verteilt. Und jetzt geht's bei 180 Grad für ungefähr 20 bis 30 Minuten in den vorgeheizten Ofen. So, unser Hefezopf ist fertig geworden. So schaut er aus. Und jetzt warten wir noch, bis er abgekühlt ist. Und dann schneiden wir ihn an. Das gute Stück wollen wir jetzt natürlich auch anschneiden, nachdem es kalt geworden ist. Ist richtig gut geworden.
Und mal schauen, wie er ausschaut. Und so schaut er fertig aus. Jetzt noch mal schnell reinbeißen. Das war's für diese Woche. Wir sehen uns nächste Woche wieder mit neuen Videos. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.